Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen StumbleGuys Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder am Start. Ich muss ganz schnell noch was aufmachen. Ich hoffe, okay, perfekt. So, Leute, wenn euch die letzten Folgen gefallen haben, dann freut es mich natürlich sehr, dass die euch gefallen haben. So, das brauche ich natürlich wieder, weil da sind halt die ganzen Titel drin, die ich für die Folgen habe. Logisch, but logisch. Hä? So, ich mach mal ganz kurz was. Ich speichere mal ganz schnell was ab und schließe das mal schnell. So. Ich schließe einfach kurz den kompletten Browser. So. Leute, bezogen StumbleGuys. Bevor wir das allerdings machen, würde ich sagen, drehen wir noch mal schnell. Wir stellen rein. Ich hoffe jetzt an ist für einmal episch oder besser. Dieses Spiel gönnt einfach nicht, ne? Den hab ich nicht. Egal. Ja, hier irgendein Video wahrscheinlich, ja. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde wieder. Bis gleich. Leute, Paint Splash zum Anfang an diesem wunderbaren Donnerstagmorgen um 7:15. Ja, es ist 7:15 für mich, beziehungsweise eigentlich 7:10. Ja, von daher. Ich bin gehypt, denn heute geht's schon an Vorproduzieren für die nächste Woche oder generell für die nächsten Tage. Denn wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, kommt diese Folge zu einer bestimmten Zeit. Und wenn ihr mal auf meinen Kanal geht und dann auf die Kanalinfo, werdet ihr schon erkannt haben, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Was meine Uploads und so angeht. Da hat sich nämlich ein bisschen was geändert. Aber ich würde sagen, ich erzähle da gleich noch ein bisschen was zu. Wir sehen uns in der zweiten, im Halbfinale wieder. Bis gleich. Und da kriegen wir Jungle Roll im Halbfinale. So, was ich gerade meinte, mit da hat sich was geändert im Kanal. Vielleicht schaffe ich es, ein Bild einzublenden, was ich meine. Oder vielleicht zeige ich es auch einfach mal am Ende des Videos. Das könnte ich eigentlich auch machen. Und ich habe was Neues eingefügt, und zwar eine E-Mail-Adresse. Steht da jetzt auch drin für, keine Ahnung, Kooperationen oder Videoanfragen. Zum Teilnehmen oder so, dass das ein bisschen strukturierter ist bei mir, auch wenn ich nicht mit vielen Leuten wirklich aufnehme, außer mit Karim, von daher lohnt sich das eigentlich nicht, aber falls mal irgendwie sowas mal ist, gilt aber auch erst ab nächste Woche, also auch erst ab 3.10., das heißt jetzt komplett diese Woche oder halt komplett die restliche Woche jetzt und halt noch das Wochenende nehme ich halt einfach noch Just for Fun mit Leuten auf, mit denen ich gerade irgendwie aufnehmen will, die ich frage oder so. Von daher bringt sich das jetzt noch nichts, das einzunehmen, also das durchzusetzen. Deswegen, das mit dieser E-Mail gilt auch erst ab dem 3.10. Das ist explizit tatsächlich eine E-Mail für so Kooperationen und Anfragen. Und ja, mehr ist das eigentlich gar nicht. Und wir sind in der zweiten Runde bei Humble Stumble. Zweite Runde. Wir werden mies verkacken, habe ich das Gefühl. Aber ich hoffe einfach, dass wir es irgendwie schaffen. Und ja, wir haben übrigens in der letzten Folge haben wir die 70 Wins geknackt. Ich bin sehr, aua. Ich bin sehr froh, dass ich endlich die 70 Wins habe, auch wenn es überhaupt nichts wirklich jetzt mit mir und dem Content macht. Ich wollte einfach nur die 70 Wins haben. Aber ja, vielleicht kommt irgendwann mal was raus. Also vielleicht knacken wir irgendwann in einem Video einfach so mal die 75 Wins. Wäre natürlich sehr, sehr stark. Weil ich habe Bock auf die 50 Wins zu knacken, ne? 75 Wins oder 80, gerne auch 100, 100.000. Ich weiß gar nicht, zählt der bei 100.000 überhaupt weiter? Ich weiß das gar nicht. Ich bin mir da gar nicht sicher.
So, Halbfinale. Ich bin mal sehr gespannt, was wir jetzt kriegen. Ich hoffe, Blockdash. Wenn ihr den Stream. Oh, okay, Laser Tracer sogar besser. Ich habe ja auf dem Twitch-Kanal von Bros Talken, also von dem Zwei-Kanal von mir und Karin gestreamt. Und no joke, ich habe 4 Stunden gestreamt und ich hatte nicht einmal Blockdash. Nicht mal, wo er dabei war und wir mit seiner Lobby gezockt haben. Also mit seinen Lobbys so gesehen, weil er ist ein bisschen schlechter, was die Wins und sowas angeht. Deswegen habe ich das eigentlich schon sehr krass verwundert, dass wir trotzdem keinen Blockdash hatten. Und das, obwohl seine Lobbys um Weiten schlechter sind als meinen. Das muss man sich mal geben. Digga, ganz ehrlich, wer hier boxt, Digga, ist einfach ehrenlos. Sagt der, der es macht. Ha! Oh mein Gott. Jawohl. Endlich. Leute. Das war doch eine geile, das war ein geiles Halbfinale, muss ich sagen. Das war ein sehr, sehr geil. Oh, das war ein bisschen laut, sorry, meine Flasche. Ist halt eine Glasflasche, ne? Von daher. So, um im Finale geht's zum Cannon Climb. Wir müssen versuchen, da hochzuklettern. Nein, müssen wir krass nicht. Wir müssen einfach nur da hochlaufen. Mehr ist das nicht. Jetpack Guys, alles klar, Bruder. Jetpack Guys, neues Game bei der Steam. Hust, hust. Oh mein Gott, Digga, wie kann man so viel Lack haben, Alter? Junge, das ist doch nicht mehr normal. Nein. Bruh, ich fall sogar noch runter, Digga. Hey, Digga, bitte. Egal. Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde und dadurch auch in der letzten Runde. Bis gleich. Icy Heights im Viertelfinale der dritten Runde. Ich weiß nicht, warum ich immer Viertelfinale, Halbfinale und so sage. Einfach weil es ein bisschen leichter ist und weil wir so auch angefangen haben. Also ich und Karim in der Zeit, wo wir halt auch aufnehmen. Wir sagen halt nicht erste Runde und dann erste Map oder so. Könnte man halt auch sagen. Oh mein Gott, der hat mich gerade so geboostet, Alter. Oh mein Gott. Aber ja, machen wir halt nicht. Nein, nein, steh doch auf. Oder machen wir kein Faxen. Oh mein Gott, Digga, Leute. Digga, what the fuck. Ja, Leute, wir sehen uns im Halbfinale wieder. Bis gleich. Pivot Push im Halbfinale. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ach, Digga. Lösch dich doch bitte einfach. Digga, das ist gar nicht sofort, ne? Nein! Och, TK, ja. Ja, gefühlt der 11. raus ist gerade. Leute, wir sehen uns im Finale. Bis gleich. Leute, wieder Cannon Climb im Finale. Aua. Das hat nicht mehr getan. Ja, Finale jetzt hier. Ei, ich bin tot. Au. Okay. Moin. Digga, hat einfach zwei von den Kugeln ins Gesicht bekommen. Von den Wuhub. Digga, geht weg. Ja, egal, stark. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im Outro wieder. Bis gleich. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Und ja, seid gespannt aufs nächste Video. Es kommt die Tage auch raus, beziehungsweise auch am selben Tag, aber zu einer anderen Zeit. Achtet oder guckt am besten nochmal in die Kanalinfo. Da steht nämlich drin, wann ich an den jeweiligen Tagen ein Video uploade. Oder hochlade, besser gesagt. Und ja, Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn.
Tschüssi.